Hi, heute habe ich dieses Augen-Make-up geschminkt, ohne viel Plan zugegeben. Ich habe mir einfach ein paar Produkte gegriffen, wo ich dachte, die musst du endlich mal benutzen. Und es gefällt mir so gut, dass ich dachte, ich mache ein Video und zeige euch einfach die Produkte, die ich verwendet habe und wo ich sie appliziert habe, um diesen Look zu bekommen. Kein Tutorial, sondern eher, wie nennt man das denn? Face of the Day oder so? Ne? Ja, ist auch okay, ne? Ich verlinke euch sehr gerne unter dem Video und am Schluss nochmal ein Smoky Eyes Tutorial von mir. Und im Prinzip ist es die gleiche Technik, nur einfach einmal ein paar andere Produkte angewendet. Und ich habe hier so ein ganz spezielles Produkt. Ihr seht es vielleicht, Funkel. Leider ist die Sonne schon längst hinter Wolken, sodass man das wahre Ausmaß dieses Funkelns leider nicht ganz so erfassen kann. Wenn man so vielleicht in eine Bar oder in ein Restaurant geht, wo es sehr oft Spots gibt, dann funkelt das ehrlich um die Wette. Aber ich rolle mal das Pferd von hinten auf. Nee, das sagt man so nicht, ne? Aber ich komme erstmal über die anderen Produkte. Auf den Lippen trage ich das L'Oréal Extraordinaire. Was ist das? Also so ein Lipgloss Balm. Also es ist nichts Longlastinges, aber es hält schon ziemlich gut. Die Nummer 100 Mezzo Pink. Habe ich ganz neu. Noch viel kann ich dazu viel nicht sagen. Aber es hat mir einfach vom Ton her sehr schön gepasst, meiner Meinung nach, zu den Smoky Eyes. Und auf den Wangen habe ich ein Catrice Une de Trois Blush. Das dürfte jetzt leider nicht mehr hältlich sein. Es war Limited Edition, aber es ist einfach nur ein Pinkton. Ein bisschen Highlighter, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr welchen. Und ein bisschen Contour Blush, das war es dann letztendlich auch schon vom Gesicht. Und daher komme ich jetzt zu den Augen. Ich habe das Lid mit Urban Decay Primer Potion grundiert, sicherheitshalber, denn ich wusste nicht, ob dieses Produkt wirklich halten würde. Ich habe es zum ersten Mal benutzt, besitze es aber schon, glaube ich, 1,5 Jahre, nachdem Steve Vane mir das in seinem Make-up Artist Koffer gezeigt hat und gesagt hat, boah, das ist so richtig bam schwarz und ich muss ihm recht geben. Ich werde sicherlich noch damit spielen, um dann vielleicht so ein finales Fazit zu ziehen, aber ich war echt begeistert von der ersten Anwendung. Make-up Forever Aqua Black Waterproof Cream Eyeshadow. Ich glaube, es ist schon ein bisschen anders als Gel Eyeliner, weil es erschien mir deutlich fester, denn als ich mit dem Pinsel eintauchte, ich habe diesen hier zum Auftrag benutzt, das ist so einer von Claire's, habe es dann eben getupft und dann eben auch ausgeblendet. Es hinterließ dann einfach nicht so tiefe... Ja, so tiefe Spuren. Also es scheint auf jeden Fall hier ein bisschen fester zu sein. Aber man machte einmal so und es war rabenschwarz. Ich fuchtel hier, weil ich gerade den Pinsel suche, den ich für den nächsten Schritt benutzt habe. Nämlich den guten alten MAC 217er. Ich gebe zu, in der Reihenfolge heute war es ein bisschen anders. Da habe ich das nämlich zum Schluss gemacht. Aber beim nächsten Mal werde ich es definitiv als zweites machen. Mit einem so einem rauchigen Ton einfach diese dann eben die Kante ausblenden. Es war schon für ein Cream-Produkt ziemlich krass. Ich werde euch mal ein Bild einblenden, wie das so als Zwischenschritt aussah, aber ich wollte dann jetzt nicht noch höher gehen mit dem Schwarz, aber dennoch eine größere Fläche ausmalen. Darum habe ich dieses Produkt genommen, um eben das Ganze noch so ein bisschen abzurunden und nach außen zu ziehen, wo ich es gern haben wollte. Gazette Grey von MAC war leider Limited Edition, aber es ist halt so ein rauchiger, trockentexturierter Taub-Grauton. Und das Herzstück des Ganzen... Ihr fragt euch vielleicht, was da funkeln könnte, wenn die Sonne jetzt da wäre. Es ist Urban Decay Zodiac Eyeshadow. Das ist eine besondere Textur. Die kam, glaube ich, letztes Jahr heraus als Kollektion mit mehreren Farben. Ich bin mir nicht sicher, ob alle anderen genauso funkeln wie dieser. Es ist so ein Plättchen-Eyeshadow. Das heißt, es hat kein Glitter und kein Schimmer, sondern wirklich so feine Plättchen in verschiedenen Farben. Also im Töpfchen sehe ich jetzt gerade so Blau, Petrol und Pink. Auf dem Lid kommt es aber auf jeden Fall dieses Grün daran deutlich stärker heraus. Also es, je nach Lichteinfall sieht es auch im Töpfchen anders aus. Und es ist ein super Effekt-Eyeshadow. Der Nachteil an solchen Lidschatten ist erstens vielleicht, dass sie auf einer Base vielleicht doch ein bisschen schöner herauskommen als ohne. Also ich habe es jetzt ohne noch nicht getragen. Aber dass man beim Auftrag auf jeden Fall aufpassen muss, weil es einfach stark rieselt. Also tupfen, tupfen, tupfen. Und ich habe hierfür den MAC 224er verwendet mit einem Medium. Nicht nur reinem Wasser, sondern schon etwas, was noch so ein bisschen Haltbarkeit zusätzlich macht. Man muss dann eben aufpassen, dass man nicht zu viel Feuchtigkeit da rein tut, weil dann könnte es vielleicht verkleben. Der Pinsel ist jetzt auch ziemlich starr von dem Medium, das ich benutzt habe. Und dann eben schön auftupfen, aber dann hält es halt auch gut, rieselt nicht mehr ganz so stark. Und falls ihr so etwas tatsächlich dann mit glitzerigem Lidschatten macht, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Foundation und so etwas hinterher aufzutragen. Unten auf dem unteren Lid habe ich noch Dior Fusion Mono in. Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Kosmos. Das ist so ein bläulicher Ton. Und dadurch, dass dieses Blau auch eigentlich im oberen Lidschatten auch enthalten ist, habe ich gedacht, das kombiniere ich mal. Und ja, das Schwarz, das Aqua Black von Make Up For Ever habe ich auch auf die Waterline oben und unten aufgetragen. Und meine Wimpern sind mit der MAC 3D Blacklash getuscht. Die habe ich euch schon auch mal auf dem Kanal gereviewt und demonstriert und so weiter. Falls euch das interessiert, schaltet gerne ein. So, ich hoffe, so ein Face of the Day war auch mal was anderes für euch. Das ist für mich natürlich einfacher als ein Tutorial, aufwendig zu schminken. Zumal ich nie weiß, ob es am Ende etwas wird. Und in dem Fall war es eine positive Überraschung. Falls es euch gefällt, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen, ob ich das vielleicht wiederholen soll, wenn ein weiteres Make-up mir so unheimlich gut gefällt und ein bisschen etwas Besonderes hat. Und falls ihr jetzt noch Lust habt, Videos zu schauen, dann verlinke ich euch hier einfach mal mein letztes, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!